Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skates Craft Blog. Wie ihr seht, wir sind noch hier an unserem Amber Ball und er hat jetzt auch ein bisschen was produziert. Wir lassen den hier mal weitermachen und wir könnten den ausnahmsweise tatsächlich hier unten mal chunkloaden, wobei ich gerade am überlegen bin, in welchem Chunk der genau ist. Das habe ich ja richtig toll gemacht. Es sind tatsächlich die beiden hier. Ja. Gut. Aber passt schon. So, dann haben wir das erste, was ja im Grunde komplett automatisiert ist und deshalb mit einem Chunkloader arbeiten kann. Krass. Also, zurück ins Lager. Wir haben Amber. Und das ist gut. Würde ich mal sagen. Ich würde sogar sagen, dass das sehr gut ist. Ich weiß nur noch nicht genau, wo wir den Kram hier einsortieren. Also Amber Crystal. Warte mal. Lass mal hier nochmal einen größeren machen. Okay, eine Holzfarm ist definitiv eine Sache, wo ich mal drüber nachdenken sollte. Das sage ich zum Glück noch nicht so lange. Deshalb passt's. Und zwar, wir brauchen einen Drawer. Und zwar einen 2x2 Drawer. Zweimal zwei Spruce Drawer. Zweimal zwei Spruce, perfekt. So, dann packen wir den da hin. Das Zeug kommt hier rein. Und dann Amber Crystal, Amber Shard, Amber Grid. Nice. Dann unsere Schlüssels. Sperren, quantifieren. Okay, sehr gut. Und dann hätten wir das. Dann ist der nächste Part at Ambers. So. Und jetzt wird es langsam interessant. Denn wir bauen uns einen Ignem-Reg. Nee, bauen wir uns noch nicht. Wir bauen uns erstmal die Billow-Version. Welche da ist. Wo ist es denn? Nee. Explosion Jump Pedestal, ist das denn? Nee, okay. Wo ist es denn? Amber Emitter brauchen wir auf jeden Fall. Aber jetzt noch nicht. Als allererste. Ich meine, wir können auch erstmal das hier machen, weil wir es eh brauchen. Iron, Summit Plate und Copper. Ja, Kupfer brauchen wir für Amber eine Menge. So, Amber Emitter. Achso, ja. Amber Emitter. So, machen wir hier ein und dann brauchen wir aber auch den Amber. Receptor hier. Und der braucht nochmal eine Simon Plate und das ist. Problematisch. Ja, genau, weil wir die nur so bekommen. Mit dem Blend. Clay. Bisschen Clay haben wir noch. Dann schaue ich mal. Oder wobei, Slag haben wir, glaube ich, auch noch. Ne? Habe ich Slag hier nicht einsortiert? Hatte ich Slag nicht hier einsortiert irgendwo? Hallo, Mr. Slag. Wo sind Sie? Okay, offenbar habe ich Slag nicht einsortiert. Auch okay. Oder wir haben einfach nichts mehr. Wobei, dann hätte ich es trotzdem einsortiert. Aber egal. Technikraum. Hier müsste Slag sein. Nicht sonderlich viel.
Sagen wir mal. Wir machen 16. Okay. Dann hoch. Technikraum. Ich meine, das Chris hat ist ja gut. Wir werden das auch noch brauchen. Aber gerade nervt es halt. So. Damit macht der wieder Koks und der kann dann wieder Steel zu Slag machen. Okay, wir können nochmal Eisen und Kohle holen. So, erstmal Stahl hier rein. Dann ein Stack Eisen und ein Stack Kohle. Technikraum. Du bekommst Kohle. Du bekommst Eisen. So, und aus irgendeinem Grund nimmt er immer zwei Stacks raus. Das ist ein Drama. Okay, nachdem er jetzt das Slag nicht einsortiert hat, habe ich das offenbar wirklich nicht irgendwo. Na gut. Dann brauchen wir diese Plate. Habe ich mir die irgendwo eingespeichert? Na gut, aber darüber. Hier genau, ein Amber Activator. Den habe ich mir eingespeichert. Das ist schon mal gut. Ach, Clay hat er jetzt wieder reingepackt. Sand. Hier ist es auch. So, 12. Naja. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist besser als nix. So, rein da. So, dann können wir den in der Mitte machen und für den Activator brauchen wir Iron Bars, zwei noch Stairs, Deer Scaffoldings und zwei Sparks. Okay. Haben wir hier irgendwo noch einen Spark oder irgendwas, was wir dafür brauchen? Offensichtlich nicht. Da ist noch ein Toasted Crystal. Okay, ist auch gleich fertig. Meine. So. Haben wir... Oh lol, wir haben für den Toasted Crystal hier tatsächlich nichts eingerichtet. Gut, jetzt erstmal den Amber Receptor. Zwei Kupfer, zwei Kappa. Also zwei Eisen, zwei Kappa. Ist er denn jetzt schon wieder? Da. So, damit hätten wir die beiden schon mal. Und dann kommt der Activator. Dafür fehlt uns... Oh, wir haben sogar die Scaffoldings schon. Oh lol, Tatsache. Dann fehlen uns eigentlich nur die Sparks, zwei Ember und Iron Bars. Okay, Iron Bars sind jetzt nicht so das Problem. Genauso wenig wie die zwei Ember. So, und damit fehlt uns nur noch zwei Sparks. Das heißt, wir brauchen vier Blaze Powder. Haben wir. Sehr gut. Zwei Gold Nuggets. Nee, warte, Gold Nugget haben wir sogar hier drin. Die Pedestals, okay. Ja, oder Pestals, oder wie heißen die nochmal? Petals. Petals. Oh, Mr. Enderman. Ich grüße Sie. Zwei Perlen? Ach ja, wir haben mal Looten 5 mittlerweile, ne? Stimmt, ja. Zwei Enderpearls. Sehr gut. Enderpearls kann man nie genug haben. So. Dann zack, zack, Spark. Zack. Und jetzt Amber Activator. Oh yeah. Dann Technikraum. Ich glaube, ich wollte Ambers noch ein Stockwerk drüber machen. Ich glaube, ich wollte hier Ambers reinmachen.
Das ist aufgrund des Bodens ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt. Ich würde ganz gerne den Boden hier eigentlich austauschen für den Embers-Raum. Denn bei Embers geht es halt sehr viel um Feuer und ich weiß nicht, ob er das wirklich wegbrennen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber allein von der Logik finde ich es ein bisschen kritisch, wenn hier alles aus Holz ist, in einem Raum, in dem Flammen die Hauptenergiequelle sind. Das wäre, als würde dir in einer Gießerei einen Holzboden haben. Ist eher kritisch. So, den lasse ich mal ganz kurz. Ich stelle den jetzt hier hin. Buja. Und wir haben jetzt einen Amber Activator. Und dieser Amber Activator, der steht eigentlich an einer ungünstigen Position, wenn ich mal ehrlich bin. Und bringt uns an und für sich noch gar nichts. Okay, perfekt. Genau, das wollte ich. So. Dann ziehen wir hier mal einen neuen Boden ein. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen sparsamer mit den Blöcken sein. Und hier den Kollegen hinstellen. So. Und als nächstes würde ich ganz gerne hier... Ich glaube, ich würde es genauso in All the Mods aufbauen, weil das schon relativ nice aufgebaut war. So. Und dann hier, hier und hier. Schauen wir mal, ob das so geht. Lager. So, wir brauchen jetzt natürlich noch eine Menge Bricks, das ist klar. Aber was wir auch brauchen, ist diese Cell. Cement Bricks, Iron und ein Block of Copper. So. Der Block hier ist nicht das Problem. Die Bricks sind eher noch ein Problem. Wir brauchen viel mehr von dem Zeug. Das ist ja fürchterlich. Und... ja. Ja. Und Eisen. Ich kann mal 4 Eisen kurz da reinlegen. Also langfristig ist das eher eine schwierige Geschichte. Wie sieht es denn aus mit den... mit den Öfen, die wir noch brauchen hier. Ach, die brauchen das auch. Ey. Warum ist das Rezept so eklig? Das mit dem Slack ist wirklich... Aber warte mal, wir können ja jetzt mit Ambers... Ich leg das mal... Ich nehme das mal mit. Ich nehme mal noch eine Kiste mit. Wir können ja jetzt mit Ambers... Item Extractor... Sag mal, willst du mich verarschen? Ich würde sogar noch einen Item Extractor machen. Klar, verbraucht jetzt auch wieder die Plates, aber die hätten ja eh nicht gereicht. So, ich möchte mal was ausprobieren. Ah, guck mal. Blei ist fertig. Zack. Zack. Optima. Technikraum. Was ist denn, wenn wir Folgendes machen? Mhm.
Okay. Nee, das geht eigentlich. Ah, die Idee wäre gewesen, hier das da rauszuziehen. Aber das scheint sich nicht zu verbinden. Das scheint sich nicht zu verbinden. Das heißt, wir können höchstens hier eine Kiste hinmachen. Und dann hier ein Lever. Und dann zieht er hier Creosote Oil raus. Was nett ist. Solange Buckets drin sind und das. Okay, er zieht aber wenigstens nur die Sachen raus, die er rausziehen soll. Also das können wir erstmal so lassen. Aber wir können da auch nichts reinpushen, oder? Ah ne, das ist wieder ein Extractor. Ah doch, das geht. Aber das geht auch einfacher. Warte mal. Lager. Und zwar hiermit. Und dann hiermit. Ich nehme mal zwei Stacks. Bisschen Kohle würde ich ganz gerne noch behalten. Und dann kann ich ja theoretisch einfach hier diesen Gräber. Was du denn? Ja, ich kann den eigentlich. Ah ne, warte mal. Ich kann den ja. Ich muss den ja nicht oben hin machen. Ich kann den theoretisch einfach da so dran machen. Und dann hier oben drauf die Chest. Und da dann Kohle reinlegen. Tada! So, und jetzt brennt er durch, bis der Bucket hier voll ist und hier wieder 12.000 drin sind. Die Frage ist, wie viel kommt da rum pro? Sind das 1000 Millibuckets pro Durchgang? Oh, dann wird das ja wieder nur für 12 reichen, ne? Puh. So, und jetzt haben wir nämlich hier wieder zwei Slag und zwei Steel. Lager. Lager. Ja, Slack würde ich dann auch mal einsortieren. Machen wir hier. So. Packen wir die Sachen mal. Ach nee, genau, packen wir die erstmal da rein. Ich habe überlegt, ob ich oben eine Chest hinstelle, aber komm. Passt schon. Gut. Dann müssen wir da warten, bis wir den Ember Activator wirklich in Betrieb nehmen können, weil eben die ganzen, ja, das ganze Slack eigentlich fehlt. Pipe. Fluid Pipe. Haben wir hier, wir haben hier keine Trash Cans. Das heißt, ich kann das Fluid auch nicht einfach in den Müll leiten. Ich könnte es höchstens in ein Fluid-Wässer leiten. Dann hätten wir nochmal 16.000 Millibuckets zusätzlichen Speicher. Aber wirklich gefallen tut mir das alles nicht. Es gibt halt hier noch den Zier Tank, okay. Tank Controller, damit könnte man einen großen Tinkers Tank bauen, okay. Aber wie kriege ich warte mal. At Tinkers. Ist das eine Idee? Das ist eine dumme Idee. To move liquids for casting. Ja, aber muss das wirklich für Casting sein? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Können wir nicht vielleicht mit so Casting-Channels
Flüssigkeiten übertragen? So, ja, nee, wahrscheinlich nicht, ne? Weil die saugen nicht, weil die müssen ja an... Naja, die müssen an so einem Faust dran. Also die müssen, ja, naja. Nee, das geht nicht. Wir müssen doch hier irgendeine sinnvolle Möglichkeit haben, Fluids zu übertragen. Gut, ich meine, es gibt hier ja die Fluid Pipes von Embers. Fluid Dropper. Fluid Pump. Gut, klar, von Immersive haben wir natürlich noch die Pipes, ne? Von Immersive Engineering haben wir ja die Pipes. Aber dann bräuchten wir eine Pumpe und die braucht Strom. Aber wir haben von Immersive auch die Silos, ne? Warte mal, wo ist denn das Immersive-Buch? Ist das hier das... Okay. So. Hallo? Resette dich bitte. War das nicht einfach in die Luft und dann Shift rechtsklick oder so? Ah ne, Shift linksklick. Engineer's Manual. Jetzt passt auf. Construction. Oh, es gibt Wooden Barrels. Die 12 Buckets speichern. Okay, das ist gut. Aber das ist zu wenig. Metallbarrel. Okay. Aber auch nur 12 Buckets dann. Multiblock Constructions. Tank. Hier. Das da. Da habe ich Bock drauf. 34 Iron Sheet Metal. 34 Iron Sheet Metal. Wo sind Iron Plates? Habe ich irgendwo noch Iron Plates? Okay, wir brauchen noch eine Kiste, wo Plates drin sind. Das will ich jetzt nicht mit Drawn machen, weil einfach Platzverschwendung. So, wir werden eh irgendwann auf Masse-Energiesystem umstellen. Zumindest erstmal auf. Wie heißt es nochmal? Ich mag die Mod nicht. Refined Storage, deshalb merke ich mir das nicht. Okay, lass mal Eisen. Eisenplatten en masse. Weil für Iron Sheet Metal brauchen wir ja Eisenplatten. So, wie sieht's hier aus mit Eisen? Schlecht. Okay. Hallo?
Hä? Was steht da unten? Da unten ist noch irgendein komisches Nametag, sehe ich gerade. Gibt es ein Problem mit dem Wasser? Warte mal, hier ist Lava. Warum ist da eigentlich Lava? Sollte da überhaupt Lava sein? Die Lava kommt doch von oben. Da sollte doch gar keine Lava sein, oder? Sollte da nicht das Wasser sein? Oh, shit. Das ist schlecht. Gut. So viel zum Redstone. Aber ist nicht so schlimm. War ja keine komplizierte Schaltung. Warte mal, irgendwas ist hier kaputt. Ich glaube, die Seite geht wieder. Hat sich das irgendwie... War das irgendwie verpackt oder so? Na geil. Okay, kein Redstone. Kaputt, okay. Ja. Sollte da nicht Wasser sein? Sollte da nicht Wasser sein? Irgendwas stimmt doch da ganz gewaltig nicht. Wann ist denn das kaputt gegangen? Nee, und da soll kein Cobblestone hin. Ja, jetzt ist das wieder ready. Aber warum ist denn jetzt hier kein Strahl mehr? Hat das Wasser hier? Weil das Wasser im... Oh je, Mini, wo ist denn das überall hingelaufen jetzt? Ganz schwieriges Ding.
Okay, das ist wieder okay. Sobald die nachwächst, kann da auch wieder Kuchen sein. Es ist sehr viel Kuchen hier. Was erstmal gut ist. Okay, ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu viel kaputt gegangen. Aber es sieht erstmal wieder ganz gut aus. Es sieht erstmal wieder ganz gut aus. Ich glaube, ich kann das mal ein paar Stunden durchlaufen lassen, ohne dass die Welt untergeht. Nicht, dass ich das für eine gute Idee halte. Ich weiß gar nicht, was ich alles laden muss, damit das funktioniert. Ich lade einfach mal alles hier. Da ist, glaube ich, ein Energietransfer oder irgendwas, weil da so ein Punkt ist. So, ich lade einfach mal unsere ganze Base hier. Und dann schauen wir weiter. So lange kann ich das hier mitnehmen. 23 Eisen. Kann hier geschmolzen werden. Und dann hier schon mal zu Platten gegossen werden. Aber was uns noch fehlt, ist letzten Endes auch der Hammer. Aber den haben wir eigentlich quasi schon. Steelplate. Okay, wir haben nur zwei Steelplates. Okay, nach dem Eisen kommen die Stahlplatten. Dann können wir in die Steel Sheet Metals machen. Dann Steel Tough Binding müssen wir noch eins gießen. Und ein bisschen Treated Wood. Aber das ist ja auch gar kein Drama. Können wir einfach hochgehen, Technikraum. Uns einen Eimer hier rausnehmen. Runtergehen, Lager. Den Eimer hier hinpacken, Spruce außen rum. Und wir haben erfolgreich Treated Wood. Und das packe ich einfach da rein. So, und damit können wir sehr viele Immersive Engineering Sachen machen. Zum Beispiel auch ein Water Wheel. Das einzige Problem ist halt noch der Kinetic Dynamo. Was hat denn da nochmal gefehlt? Coppercoil. Ah, ich wollte gerade sagen, hä, aber ja, okay, Dawnstone. Das heißt, wir müssen Ambers bis zum Dawnstone machen, was jetzt kein Drama ist. Es sei denn, es wird Dawnstone geändert, aber ich denke nicht. Gold und Copper. Genau, mit zu Dawnstone. Okay, das ist nicht so dramatisch. Ja, also wir haben noch ein bisschen Ambers vor uns, um an Dawnstone zu kommen. Und sobald wir Dawnstone haben, können wir dann endlich, oh Leute, können dann endlich ins Zeitalter der Elektrizität eintreten. Ist das nicht wunderschön? Ich lasse unsere Farm jetzt mal, weiß ich nicht, ein paar Stündchen laufen. Und komme dann wieder online. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.